Moin Moin Leute, herzlich willkommen. Wir sind auf dem Weg zum Kristallsee. Wir wollen dann noch mal ein bisschen leveln heute. Und Leute, ich muss euch eins sagen, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe richtig Scheiße gebaut. Ich habe gestern einen riesen Kowalski dran gehabt. Aber wirklich einen riesen Kowalski. Also wenn ich sage riesig, meine ich riesig. Ich meine riesig, dann meine ich nicht nur riesig, sondern riesig, riesig. Hier gefangen und naja, der zog und zog und zog und zog natürlich da hinten in die Richtung, wie es halt so läuft, wenn Scheiße läuft, ne? Schwamm schön dort hinten in die Richtung, verschwand um die Kurve und was passiert? Die Schnur wird natürlich knapp. Die wurde nicht nur knapp, die wurde richtig knapp. Ich habe noch Fische im Kescher. Wie geht das denn? Zwei Quappen im Kescher, du. Ja, ich bin hinterhergelaufen. Und naja, die Schnur wurde halt knapp und knapp und irgendwie knapp. Und dann bin ich einfach nur von da vorne, von dem Baum jetzt in der Mitte, bis hier vorne zur Spitze gelaufen und habe die Spannung verloren. Tja, der Keuler hat die Spannung verloren. Und damit auch den Fisch. Der ist ausgeschlitzt. Der ist leider ausgeschlitzt. Habe ich mich geärgert, habe natürlich direkt das Angeln gestern beendet. Und habe natürlich vergessen, meine Quappen zu verkaufen. Ich Depp. Tja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Nehmen wir so hin. Ist so passiert. Ich hätte den Trophy Kowalski gehabt, Leute. Und genau hier mit diesem Köder hier. Aquila 25 Gramm 007, unseren James Bond Köder. Richtig cool. Lief richtig gut. Aber was will man machen? Ja, Fisch ist weg. Heute neuer Tag, neues Glück. Und wir versuchen jetzt mal in der. Ach ja, wir sind satt. Das stimmt. Das ist wohl so richtig. So, wir versuchen mal jetzt in der Happy Hour da ein bisschen was herauszuholen. Vielleicht was zu fangen. Müssen wir gucken, wo wir denn hinwerfen und wo wir genau fischen. Wir stehen ja hier auf der Landzunge und versuchen so ein bisschen hier die Randbereiche des 10-Meter-Lochs abzufischen. Aber ich habe auch schon hier in diese Richtung ganz gut gefangen, hier in diesem Bereich. Da gehen die Seefuß ganz gut. Aber ich will ja den Trophy Kowalski. Immer noch. Ich will immer noch den Trophy Kowalski und ich gebe nicht auf. Wobei die Chance, den jetzt natürlich nochmal an die Rolle zu bekommen, ist natürlich extrem gering. Also wir werden wieder einiges fischen müssen, bevor wir überhaupt annähernd die Chance bekommen, nochmal so einen Fisch an die Rolle zu bekommen. Das ist echt schade. Wie groß waren die Quappen denn? 1,29 Gramm. Keine Monster, die extrem viel Kohle bringen. Ist sowieso egal. Weil ihr könnt die im Kescher lassen. Ihr könnt die im Kescher lassen und könnt auch die einlösen, wann ihr wollt eigentlich. Es sei denn, der 24-Stunden-Zeitraum, also der echt, die Echtzeit, 24 Stunden, also ein Tag, ein Real-Time-Tag, ist vorbei. Dann sind die Fische schlecht und dann bekommt ihr damit für gar nichts mehr. Ansonsten ist es egal. Es ist vollkommen egal, ob der Fisch 100% hat oder hat 0,1%. Ihr bekommt immer das gleiche Geld für den Fisch. So, das war schon mal gar nichts. Das war gar nichts. So, warte, ich habe gestern hier so in etwa habe ich geworfen. Richtung Spitze da hinten. Also direkt an dem 10 Meter Loch vorbei. Hab den Köder erstmal absacken lassen und habe ihn dann ganz entspannt eingeholt. Dann zog er sich die ersten 50 Meter mindestens direkt von der Rolle. Ohne dass ich auch nur, dass er auch nur stehen blieb. Nur eine Sekunde stehen blieb. Er gab gleich Vollgas und war null zu halten. Also ich hätte tun und lassen können, was ich wollte. Ich hätte ihn so nicht in meine Richtung bekommen. Konnte ihn also nur gehen lassen. Und leider
bin ich dann ein kurzes Stück zu schnell selbst gegangen und dann war der Fisch weg. So hart kann es laufen. So hart ist das Spiel. Jetzt ist noch viel härter, weil wir fangen nichts. Kann doch nicht wahr sein. Sag mal, geht's noch? Da ist hier eine Kante. Die habe ich gestern auch mehrfach erwischt. Aber irgendwo in dem Bereich habe ich auch den Fisch gefangen. Da geht auch schon einer an die Rolle. Irgendwo da habe ich den Fisch gefangen. Genau an der Kante zu einem Loch. So, also gucken, ein bisschen die Bremskraft erhöhen. Und dann mal gucken, dass wir den Fisch so langsam Richtung Oberfläche bekommen. Aber der Köder gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Also nur große Fische. Also die Bissfrequenz ist ein bisschen geringer. Aber nur große Fische. Also nichts, was wir jetzt direkt rausziehen können. Sondern wir müssen schon ein bisschen kämpfen. Ihr seht ja, der Fisch, der will wohl. Ich will ihn mal nicht zu hart dran nehmen, weil in den letzten Tagen sind auch viele Fische bei mir ausgeschlitzt. Und das will ich hier nicht riskieren. Bin gespannt, was es ist, weil steht gerade ein bisschen im Wasser. Kannst du noch nicht sehen, oder? Nee. Der Fisch befindet sich ja hier noch hinter der Kuppe. Das täuscht immer so ein bisschen mit der Schnur, ne? Die Schnur geht ja quasi durch diesen Berg durch. Nur der Fisch nicht. Da müsste er jetzt gleich über die Kuppe kommen. Da hinten kann man ihn schon sehen. Ist ein Kowalski. Ich hoffe, meine Stimme hält heute, ne? Also ich habe voll Halsschmerzen. Relativ heftige Halsschmerzen. Seht ihr, ist wieder ein Kowalski. Also auf demselben Köder nochmal den Kowalski. Also das ist tatsächlich ein richtig guter Kowalski-Köder hier. Der Aquila James Bond. Der Aquila 25 Gramm 007. Top-Köder für den Kowalski. Man fängt den ganz gut. Und ich finde auch in beeindruckenden Größen. Vor allem, der kämpft ja, ne? Der Kowalski, der kämpft. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Hier, zack. Zieh nochmal eben ein paar Meter ab. Dem dürft ihr keinen Zentimeter Schnur geben. Also ihr dürft nicht einmal kurz nachlassen. Werdet ihr anschließend bereuen, weil er dann wieder Schnur nimmt. Also einfach nur Spannung halten, abwarten, was passiert und abwarten. Bis wir ihn eingeholt haben, unseren Kuorski. Habe die letzten Tage viele Kuorskis gefangen, ne? Oh, der ist gar nicht so klein. Der geht schon. Der gibt schon ein paar Punkte. Bau! Nämlich 31.000. 3,5 Kilo. Schon ganz nett. So, wir haben keine Power mehr. Aber wir können auch nichts trinken oder so groß. Gucken, was hier der Glühwein macht. So, diesmal sind wir nicht über die Kuppe gekommen, ne? Wie ihr seht, hier über die Kuppe, genau hier irgendwo, da beißen die. Da habe ich gestern auch diesen Hammer, riesen, mega großen Kowalski an die Rolle bekommen. So, also ich hoffe, dass er gleich ein bisschen Energie wieder aufbaut, weil das ist echt nervig, ohne Energie. Kommen wir nirgendwo hin. Es ist schwierig auszuwerfen. Und ich möchte wieder über diese Kuppe kommen. Also schon mal Granaten anfangen, oder? Zack, Bums. Kuorski. Aber klein, 3,5 Kilo. Aber ihr seht schon, 3,5 Kilo, der kann einem richtig Ärger machen. Ne? Und wir angeln hier nicht mit Low Equipped, sondern wir haben schon ganz gutes Equipment hier. Wir haben unter anderem 23 Kilo Schnur, 16 Kilo Bremskraft auf der Rolle, Fluorcarbon-Vorfach 17,4 Kilo Bombenköder. Also das ist wirklich schon ganz gutes Equipment, was wir hier haben. Und trotzdem haben wir echt massive Probleme, was das angeht, so einen Kowalski reinzuholen. Dasselbe gilt für Fluss Belaya, wenn ihr da einen Tideman rankriegt. Alto Belly, ey, der will's aber wissen. Der will's richtig wissen. So, jetzt kommen wir ein bisschen weiter. 113% schon. So, und hoffen, dass wir diesmal über die Kuppe kommen. Jetzt lassen wir erstmal absinken und abwarten, was passiert. So, Leute, jetzt ist das Wochenende gleich schon wieder vorbei, du. Mann, oh Mann, oh Mann. Wochenende sind auch immer kurz, ne? Ist mal sehr ärgerlich, du.
Kaum schließe ich freitags mittags das Büro ab, ist schon wieder Montag und ich schließe schon wieder auf. So. Wir haben was dran. Ja, nichts Großes. Nichts Großes. Es ist der Ba-a-a-Arsch. Der Ba-a-a-Arsch. Da kommt er. Boah, 504 Gramm. Immerhin. Immerhin 504 Gramm. Das ist doch schon gar nicht so schlecht. Das ist schon in Ordnung. Aber nervig, ne? Also hinten von der Insel zum Beispiel, da bin ich jetzt weggegangen. Da fängst du nur noch Barsche. Ein Barsch nach dem anderen. Ich habe teilweise Kescher dreiviertel voll mit Barsch und sonst ein paar Seefos oder so. Na gut, Quappentroffi. Ich habe ja nochmal Quappentroffi, habt ihr gesehen im Video, genau. Und extrem viele Barsche. Also das ist wirklich puh. Also wer Barsche fangen möchte, auf die Insel in westliche Richtung geworfen. Vielleicht auch ein bisschen südwestlich. Und ihr habt definitiv einen Barsch nach dem anderen. Und in allen Größen, ne? Von klein bis groß, gehen die alle ganz gut da. Da kann man echt nichts sagen. Aber hier haben wir wahrscheinlich gleich den nächsten. Sapalotti, ey. Also barschtechnisch haben die hier echt. Ist das ganz schön viel aktuell. Da kommt er auch schon geschwommen. Der ist aber auch nicht ganz so klein. 300 bis 500, würde ich sagen. 730 Gramm. Ich würde sagen, scheiße, Barsch. Ah, der gibt 750 Erfahrung, ne? Das ist, puh, das ist schon ein Brett. Der gab gerade 750 Erfahrungspunkte. So, wir brauchen noch irgendwas mit 850.000 Erfahrungspunkte. Da haben wir Level 28 endlich erreicht. Tja, müssen wir den einen oder anderen Kowalski noch fangen. Den gestern, der war natürlich nicht innerhalb der. Wäre nicht innerhalb der Happy Hour gewesen, sondern außerhalb. Trotz dessen, so ein Trophy Kowalski, der wird wohl ein paar Erfahrungspunkte bringen. So, jetzt haben wir irgendwie den Dreh hier verloren. Nichts mehr mit Jiggen. Da haben wir die Jig-Stufe wieder. Aber kein Biss. Kein Biss. Wir hätten eigentlich an die Grundrouten einen anderen Köder machen können. Wir haben jetzt natürlich Fischfetzen drauf. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Wir waren ja irgendwo um 7 Uhr morgens am Start, wo wir gestartet sind hier. Da hätten wir besser, was weiß ich, einen Grashüpfer oder so dran machen können oder keine Ahnung. Irgendeiner der kleinen Tierchen geht hier mit Sicherheit gut. So, komm, jetzt beißen wir mal kurz vorm End. Ich will ja nicht umsonst eingeholt haben. Die Trophy-Quaffe übrigens, die gab 118 oder 128 Silber. Irgendwo in dem Bereich. Also ganz gut. Da können wir uns nicht beschweren. Die letzte Kowalski, die wir gefangen hatten, gab 58. Also können wir nicht meckern, oder? Das ist doch schon gar nicht schlecht. Achtundfünfzig Silber, das geht schon in Ordnung. Ah, schönes kaltes Trinken. So, später können wir noch mal rüberlaufen und vielleicht ein bisschen auf Hecht gehen. Gucken, was die Hechte so machen. Habe ich schon lange nicht mehr gecheckt. Schon lange nicht mehr die Hechte gefangen. Zudem haben wir auch noch kein Trophy-Hecht, ne?
Das will ich nochmal erwähnt haben. Wir haben noch keinen Trophy-Hecht. Noch gar keinen. Null. Zero. Kein Trophy-Hecht. Echt nicht. Wir haben nämlich. Wo ist der Hecht? Wo ist der Hecht? Der Hecht, der Hecht, der Hecht. Bei H wahrscheinlich wie Hecht. 7 Kilo. Ich weiß gar nicht. Ich habe heute Morgen noch eine Liste geguckt. Ich habe schon wieder vergessen, ab wann die Trophy sind. Ich glaube 7,5 oder so. Oder 8. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich nicht weit von weg. Den brauche ich nämlich auf jeden Fall auch noch. Und den fange ich hier irgendwie am besten, muss ich sagen. Gut, am Belaya auch, aber die sind echt klein dort. Also da, wenn man da mal 3, 4 Kilo Hecht rausholt, ist das schon eine ganz gute Leistung. Wo die auch ganz gut gehen am 20er, aber da muss ich immer so elendig weit rausfahren. Das ist nämlich am anderen Ende der Map, wo ein ganz gutes Fanggebiet ist und dann aber auch nur tagsüber. Nachts fängt man da gar nichts. Da kann man sich das Angeln auch sparen nachts. So, da beißt er mal wieder was. Produktiv. So, da haben wir da. Hecht. Mist. Dann flog er Boden drauf. Gucken, dass er nicht durchbeißt. 2,2 Kilo. Mit Fluorcarbon, Leute. Wir haben mal 17,4 Kilo Fluorcarbon drauf. Also das, da muss schon ein richtig großer Hecht einsteigen, dass der uns tatsächlich das Fluorcarbon-Vorfach durchbeißt. Das schafft der normale Hecht natürlich nicht. So, noch einen schönen Hecht zum Schluss gefangen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben gefangen Kowalski Barsch Barsch Hecht. Überschaubar. Fangquote war nicht so gut. Ich hole mal jetzt die Rute gleich noch ein und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn wir dann auf wenn wir dann auf Hechtangeln gehen. Ich hoffe, ihr seid nachher mit am Start. Wir angeln nachher Hecht. Ich wünsche euch einen schönen Vormittag. Bis später, euer Keule.